Verivox.de. Da sparen Sie mit Sicherheit. Nein, das ist nicht das Video zum Samsung Galaxy Note 3. Auch wenn es so aussieht, es ist das Note 3 Neo. Eine neue, etwas abgespeckte Variante. Dafür aber auch deutlich günstiger, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber wie gesagt, optisch absolut identisch, bis hin zur Rückseite mit diesem Lederimitat und diesen Nähten hier. Ich habe auch hier wieder den integrierten Stift und wenn man den rausnimmt, startet hier automatisch auch vorne diese Auswahlseite. Ich habe wieder diesen Hover-Modus, diesen Schwebemodus, wie man unschwer erkennen kann, berührt der Stift gar nicht den Touchscreen. Das heißt, ich habe auch wieder diese ganzen Vorschaufunktionen. Da verweise ich dann nochmal auf das Video zum Galaxy Note 3 für diese ganzen Details, wie das alles funktioniert. Und ich habe auch wieder den Splitscreen, wie man unschwer hier links an diesem Häkchen erkennen kann. Das kann man übrigens auch durch einen langen Druck auf die Zurücktaste ein- und ausblenden bei Bedarf. Und wenn man dann beispielsweise mal sagt, ich nehme jetzt eine Website, so, hier nehmen wir jetzt mal Google zum Beispiel und möchte mir noch dazu holen irgendeine andere Anwendung, sagen wir mal Musik, dann ziehe ich das einfach hier rüber und kann dann auch die Displaygröße entsprechend oder beziehungsweise die Fenstergröße entsprechend anpassen, wie ich das brauche. Funktioniert natürlich auch im Landscape-Mode, ganz klar. Also alles wie beim Note 3, was das betrifft, mit, wie gesagt, einigen wenigen Einschränkungen. Beispielsweise die Kamera schießt jetzt Fotos mit nur 8 statt 12,8 Megapixel, nimmt Videos auch nicht in 4K auf, also mit vierfacher Full-HD-Auflösung, sondern mit nur einfacher Full-HD-Auflösung. Mein Gott, kann man, glaube ich, auch gut mitleben und hat auch eine etwas andere Bildschirmgröße, aber auch das ist marginal. Also hier reden wir über 68 x 122 mm und damit eine Diagonale von 140 mm. Und beim Note 3 sind es 4 mm mehr, 144, also das ist absolut nicht die Welt. Oder in Zoll ausgedrückt, 5,49 Zoll in der Diagonale statt 5,67. Absolut nicht der Rede wert. Gut, mit der Auflösung, das ist schon ein bisschen was anderes. Da hatten wir beim Note 3 Full HD und hier sind es jetzt 720 x 1280 Pixel. Aber durch diesen riesigen Bildschirm habe ich natürlich auch entsprechend große Schriften überall. Kann man absolut problemlos lesen. Und ich habe auch eine etwas andere Pixeldichte. Ja, 111 statt 234 Pixel pro Quadratmillimeter. Oder wer lieber die PPIs mag, 267 statt 388. Aber trotzdem, man darf sich davon nicht ins Boxhorn jagen lassen. Wenn ich jetzt hier mal gucken, ob wir hier irgendwas an Fotos oder sowas finden. Ich habe jetzt das Gerät, wie gesagt, gerade eben erst ausgepackt. Müssen wir mal gucken. Ja, da sind schon ein paar Sachen drin. Nehmen wir hier mal eine Testdatei zum Beispiel. Das eignet sich doch ganz hervorragend, wenn man sich dieses Bild hier mal anguckt. Und ich gehe jetzt auch noch mal ganz nah drauf. Also das sind teilweise wirklich sehr kleine Strukturen. Hier unten beispielsweise da zu erkennen. Trotzdem bleiben die sehr stark erhalten. Also geht absolut in Ordnung. Darf man sich jetzt auch von dieser Auflösungsgeschichte nicht ins Boxhorn jagen lassen. Es ist auch ein etwas anderer Prozessor, ja klar, wie gesagt, man muss sich da auch nach dem Preis richten. Hier ist es in dem Fall jetzt nicht von Qualcomm, der Snapdragon 800, der wie gesagt im Note 3 hat 4 Kerne à 2,3 GHz. Es ist jetzt eine Eigenproduktion von Samsung, der Exynos 5260 mit der Besonderheit, das sind jetzt 6 Kerne. Und zwar eine Kombination aus 4, ich sage jetzt mal Energiesparkernen mit 1,3 GHz. ARM 7 für die Fachleute, plus nochmal 2 ARM 15 Kerne, also etwas stärkere, für Hochleistungsgeschichten mit 1,7 GHz. Und die können auch alle 6 gleichzeitig betrieben werden und hochgetaktet werden. Da muss man dann in den Benchmarks mal gucken, wie sich das im Vergleich zum Snapdragon schlägt. Zumal auch nur 2 GB RAM verbaut sind und beim Note 3 sind es ausnahmsweise ja mal 3. Aber das ist wirklich, weil es halt auch sehr, sehr teuer ist in der Luxusklasse, die absolute Ausnahme. Vor allen Dingen kann man auch wieder die Rückseite, und das finde ich ja bei Samsung wirklich vorbildlich, abnehmen und den Akku austauschen. Das heißt für Intensivnutzer, die sagen, ich brauche immer mal einen Zweitakku für sehr arbeitsreiche Tage, hat man das hier auch wieder, auch wenn der jetzt nur 3100 statt 3200 mAh fasst. Das ist insofern wurscht, weil ich ja auch ein etwas kleineres Display habe, bleibt die Relation zwischen Akkukapazität und Displaygröße quasi gleich, sogar ein bisschen besser.
nämlich genau im Durchschnitt zu allen Smartphones der letzten 12 Monate, die wir getestet haben. Also exakt gleich, was das betrifft. Und wie man hier sehen kann, ich habe auch wieder einen Slot für eine Micro-SD-Karte. Die werden unterstützt mit bis zu 64 GB, wie auch beim Note 3. Meistens funktionieren aber auch größere Karten, aber das eben halt ohne Gewehr. Einziger Unterschied an der Stelle ist jetzt noch, dass ich intern nur 16 GB Datenspeicher habe. Beim Note 3 sind es ja 32. Und von denen hier bleiben dann ab Werk noch frei netto 10,65 GB. Aber wie gesagt, mit einer Speicherkarte von 64 GB. Apps kann man ja größtenteils auf die SD-Karte dann auslagern. Sollte das wirklich in den allermeisten Fällen locker ausreichen. Zumal die weitere Ausstattung ansonsten absolut identisch ist. Das heißt, ich habe auch wieder LTE, Dual-Cell HSDPA, Wireless LAN, ENV inklusive 5 GHz Unterstützung. Also alles, was man da braucht. Und jetzt die entscheidende Frage, was kostet der Spaß? Also diese unverbindlichen Preisempfehlungen, die sind ja eher mal so Mondpreise, trotzdem seien sie genannt, 579 Euro statt 749 für das Note 3. Und die Straßenpreise, da liegt das Note 3 Neo derzeit bei 340 Euro ohne Vertrag und das Note 3 bei 490. Macht also glatte 150 Euro Unterschied, die man hier mal eben sparen kann beim Note 3 Neo. Und ich glaube, da kommen dann doch etliche ins Grübeln und sagen, naja, vielleicht brauche ich diese 4K-Videos doch nicht, vielleicht reicht mir diese Display-Auflösung ja doch, weil ich, wie gesagt, eigentlich nur ein schönes, großes Display haben möchte mit Stiftbedienung, Hover-Modus, Splitscreen und so weiter. Und das gibt's ja alles. Tja, ich hoffe, das hilft jetzt schon mal weiter als erster Eindruck des Note 3 Neo. Verivox.de, da sparen Sie mit Sicherheit.